Kurzer Blick in die Innenpolitik. Robert Luger vom Team Stronach wollte die Abschaffung der Gewerkschaften. Er wollte, dass der ÖGB in der Arbeiterkammer aufgeht. Jetzt hat Stronach gesagt, er möchte Gewerkschaften beibehalten, auch wenn Stronach selber in der Vergangenheit immer wieder sagte, es seien ihm Vertrauensmänner lieber als Betriebsräte. Wer hat im Team Stronach das Sagen? Der eine sagt A, der andere was ganz anderes. Das Gegenteil? Also, der Herr Lugner ist ja immer schon für unsinnige Forderungen gut gewesen. Ich bin jetzt nicht der große Verteidiger der Gewerkschaften, aber sie haben auch ihre Funktion. Man muss nur darauf achten, dass sie sich nicht Privilegien herausnehmen, ja, insbesondere Steuerprivilegien. Aber sie haben ihre Funktion und es wäre an der Zeit, darüber nachzudenken, wie man Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund als einheitliche Arbeitnehmervertretung in Zukunft wählt. Ja, das wäre der Diskussion wert. Aber das, was der Herr Stroner jetzt sagt, macht er ja nur unter dem Eindruck der Reaktionen, weil er gemerkt hat, dass er sich vergaloppiert hat. Denn in seinem eigenen Betrieb hat er nie Gewerkschaften gehabt und auch nie zugelassen. Ja, er hat immer gedroht, wenn es eine Gewerkschaft gibt oder eine Arbeitnehmervertreter gibt, dann schließt er die Standorte. Also das zeigt schon in Wirklichkeit, wie der feine Herr gesotten ist. Genauso wie er immer darauf achtet, dass er mehr als die Hälfte des Jahres in Kanada ist und das mit Ausreisestempeln beweisen kann, nur damit in Österreich keine Steuern zahlen muss. Also Politiker, die nicht einmal in Österreich Steuern zahlen wollen, aber dann so tun, als ob sie Österreich retten wollen, diese Politiker sind auch nicht dazu berufen, über Gewerkschaften zu diskutieren. Ja? Der hat auch keine Ahnung davon, aber davon reichlich. Und daher ist es gescheiter, wenn sie sich vorher mal untereinander absprechen, die feinen Herren, und dann erst einmal an die Öffentlichkeit gehen und die Öffentlichkeit dann erst langweilen. Diese ganze Stronach-Partie ist im Grunde nicht ernst zu nehmen. Das sollte der Wähler erkennen. Und das sieht man anhand dieses Vorganges ziemlich genau. Wählt man Stronach oder wen wählt man überhaupt, wenn man sein Kreuzerl bei Stronach? Ich glaube, dass die Stronach-Wähler einfach Protest wählen. Ja? Es ist ein bisschen gefährlich und das sollte man sehen, wenn man seinen Protest bei närrischen Gruppierungen ablagert. Das ist in der Demokratie eine Zeit lang lustig, aber auf Dauer gefährlich. Das möchte ich den Österreicherinnen und Österreichern schon sagen.